ist ja eine ganz ernste Angelegenheit, wie wir wissen. Oder? Wirklich? Nicht ganz. Die Verteidiger, es waren Blödsinnsspielen auch im Wacken und nicht zum ersten Mal. Hannes, ihr habt eine längere Wackengeschichte mit JBO. Ja, wir sind heute zum fünften Mal hier, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Das erste Mal war 98. Da durften wir nach dem Doro spielen. Wir wissen, haben damals auch noch herausgefunden, dass der Doro ein Mann ist, weil wir ihn auf dem Männerklo getroffen haben. Okay, eindeutig, jetzt kommt, das ist der Beweis. Jetzt kommt's raus. Dann haben wir, während wir dann gespielt haben, haben wir auch den Doro zum Schwanzvergleich auf die Bühne gefordert, aber er hat sich nicht blicken lassen, hat da gekniffen. Tja, wahrscheinlich schlecht bestückt oder so, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. War einfach noch nicht so weit. Nee, war noch nicht so weit. Damals war auch noch alles ein bisschen spießiger auf der Welt und so. Was war denn 98 vom Vibe her anders als heute? Das war schon noch eine Nummer kleiner und das Catering war irgendwie so ein riesiges Gulaschfass irgendwie. Da habe ich auch Kai Hansen von Gamma Ray kennengelernt, weil wir beide ob des dargebotenen Essens uns angeguckt haben und die Köpfe geschüttelt. Es war eigentlich ganz nett, aber es war damals, waren damals auch schon viele Leute da und es war sau cool. Wir haben, glaube ich, als letzte Band nachts auf der Hauptbühne gespielt. Die örtliche Toncrew war so bekifft, dass die, glaube ich, 3 Stunden gebraucht haben, um unser Stand-Up anzuschließen, aber war trotzdem geil, war schon gut. Okay, und das ging dann über 5 Jahre so weiter. Ist denn eine Wackenshow für JBO normaler Job oder fällt die ein bisschen aus dem Rahmen? Naja, es fällt zahlenmäßig aus dem Rahmen, weil es natürlich mehr Leute sind als bei anderen Festivals, klar. Das ist klar. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht so wahnsinnig beeindruckt von den Menschenmassen, weil die sind ein bisschen anonym. Also ob da unten jetzt 5.000 oder 50.000 stehen, das ist kein so großer Unterschied. Ich bin eigentlich emotional mehr berührt von Shows, wo 1.000 Leute da sind, weil da, wenn jemand in der ersten Reihe steht und was ruft, dann verstehe ich das auch noch. Oder ich kann in die Gesichter gucken oder man kann kommunizieren und man sieht ein bisschen was. Hier sind die ersten Leute, sind Luftlinie 40 Meter von mir weg. Das ist, man spielt, also ich spiele ein bisschen ins Leere rein, das finde ich ein bisschen schade. Also ich muss ehrlich sagen, dass mir die etwas kleineren Shows mehr Spaß machen. Und das hier, es ist ein bisschen künstlicher für mich, weil eben der Kontakt nicht so unmittelbar ist. Muss man sich als Musiker da umstellen oder gar verstellen? Naja, was heißt verstellen? Ich muss es mehr alleine machen. Wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe den Leuten in der ersten Reihe in die Augen und die kommunizieren mit mir, dann entwickelt sich da Energie hin und her. Und hier stehe ich irgendwie allein und spiele ins Freie. Dafür kriegst du bei allen Lautäußerungen des Publikums aber das volle Brett. Ja, nee, ich will auch gar nicht sagen, dass das mir nicht gefallen würde. Aber irgendwie fühle ich mich wohler, wenn es ein bisschen intimer ist.